Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute wieder mit einer Bücherwoche, mit einer recht kleinen Bücherwoche, denn die Bücher in dieser Woche waren doch recht kurz und eher so okay. Ja, nach zwei Highlights in der vorhergehenden Woche, ja, war die Erwartungshaltung so, Gott, du hast jetzt bestimmt lauter Abbruchbücher, als wo du endlich mal geschwärmt hast, aber nein, so schlimm ist es nicht gewesen. Ja, ich bin die Woche nicht ganz so zum Lesen gekommen, wie ich es mir vorgenommen hatte. Es gab einen Abend, wo in einem Livestream etwas los war und ich gar nicht mehr zum Lesen kam, sondern wirklich gebannt bis kurz vor 1 Uhr nachts, ja, vor dem Laptop dann am Ende irgendwie nur noch saß oder vor dem Tablet. Und davon möchte ich auf jeden Fall ein bisschen was erzählen, denn ich finde es toll, was man eben doch auf Social Media, in den sozialen Netzwerken irgendwie erreichen kann, was da möglich ist. Und da möchte ich auf jeden Fall nach den Büchern darüber erzählen. Zudem gibt es eine Aktion von der lieben Anka ins Leben gerufen, Buch statt Skandal-WM, wo wir jetzt eben zu den deutschen Anstoßzeiten des Fußballs, also der Herren-WM, der Herren-Fußball-WM, immer Buchtipps hochladen, weil wir eben der Meinung sind, so wie diese WM abgelaufen ist, was da ja an Menschenrechtsverletzungen ist, dass das kann man eigentlich, nein, man kann es nicht eigentlich, man kann es nicht gutheißen. Und wir hier eben eine wunderbare bunte Truppe sind, die auf YouTube, Instagram und auch TikTok Buchtipps sozusagen empfehlen. Und auch ich war schon mit zwei Videos dabei und mit einem Instagram-Post. Und da möchte ich euch auf jeden Fall auch Anka ihren Blogbeitrag unten verlinken. Lest da gerne mit. Vielleicht, ihr wisst es ja jetzt vielleicht schon, ob Deutschland weitergekommen ist oder nicht. Ich weiß das noch nicht, weil das sich jetzt erst beim nächsten Spiel irgendwie sozusagen ergibt. Aber wenn es denn weitergeht, gibt es ja auf jeden Fall noch andere Anstoßzeiten und dann könnt ihr da natürlich auch gerne noch mit einem Buchtipp irgendwie weitermachen. Aber ja, steht euch natürlich immer frei, Buchtipps sowohl in die Kommentare zu geben, als natürlich auch zu kommunizieren. Ich packe die Links und meine Zeitstempel und alles über die drei Bücher unten in die Infobox. Schaut da gerne mal vorbei. Und ja, wir machen jetzt einfach erstmal die Bücher, wie immer, chronologisch. Das erste Buch der Woche war Was bleibt, wenn wir sterben von Louise Brown. Ein Buch, was ich glaube schon fast jetzt wirklich ein Jahr bei mir lag, es jetzt sich aber diese Woche richtig angefühlt hat und ich es gelesen habe. Zusammen mit der lieben Becky habe ich gehört Das kleine Bücherdorf von Katharina Herzog. Das ist der erste Teil einer Reihe und ja, wir haben uns da so ein bisschen gut unterhalten lassen. Und das nächste Hörbuch war dann von Mareile Raphael, Liebessoufflé zu Weihnachten, auch der Auftakt einer Reihe mit eher kürzeren Hörbüchern. Ich glaube, das hier hat jetzt knapp 4 Stunden gedauert, aber ja, das waren die drei Bücher der Woche, also eher dünnere Büchlein und ja, tatsächlich eher so ein paar andere Dinge irgendwie noch zu tun. So ist das Leben eben manchmal auch. Wir beginnen mit Was bleibt, wenn wir sterben von Louise Brown. Das habe ich letztes Jahr bei Sarah Sophie auf BookTube entdeckt und für mich war das letzte Jahr ja nicht sehr einfach, weil ich im März meine Mama überraschenderweise verloren habe. Mich hat aber die Beschreibung von Sarah Sophie zu diesem Buch, wo es um Trauer geht, doch sehr angesprochen. Es ist ein sehr individuelles und auch sehr trauriges Thema, also der Verlust, Tod, Sterben. Und ja, mir war, glaube ich, im letzten Jahr noch nicht so danach, das zu lesen. Diese Woche hat es sich für mich irgendwie so ein bisschen richtig angefühlt und so habe ich damit angefangen und war damit auch wirklich relativ schnell durch. Sarah Sophie hat es wirklich sehr gut beschrieben, sehr gut verpackt und ich, wenn dran denke, packe ich auch ihr Video unten in die Infobox. Ich glaube, das war mal ein Monatsvideo von ihr. Und ja, ich möchte auch hier vorneweg sagen, es ist natürlich ein trauriges Thema, ein schlimmes Thema und das kann natürlich bei dem einen oder anderen auch etwas auslösen, wenn er dann zu diesem Buch greift. Bei Louise Brown ist es so gewesen, dass sie erst ihre Mutter verloren hat und dann auch sehr kurzfristig danach ihren Vater. Und als sie eben diesen großen Verlust in ihrem Leben hatte, wollte sie eben auch Veränderungen in ihrem Leben. Und sie wollte etwas Sinnvolles tun und sie war ursprünglich Journalistin. Das merkt man ihrer Schreibart auch sehr an. Und sie beginnt als Trauerrednerin zu arbeiten. Und sie spricht hierzu eben mit bald Sterbenden, mit Hinterbliebenen. Und erfährt eben so viel über den Tod, unsere Haltung dazu, aber nicht nur die Haltung zum Tod, sondern natürlich auch zum Leben und wie sich Sterbende fühlen, was sie sich vielleicht auch wünschen, was von ihnen übrig bleibt.
und eben auch was Hinterbliebene, so direkt nach dem Fall, ob man damit gerechnet hat oder nicht. Sie hat hier verschiedenste Geschichten erzählt. Sie schreibt hier eben Erinnerungen zusammen, eben auch Gedanken der Hinterbliebenen, welche Fragen sich vielleicht auch irgendwie stellen, was man bei einer Trauerrede auch erzählt haben möchte, denn sind wir mal ehrlich, Beerdigungen, Trauerfeiern sind für die Hinterbliebenen, nicht für den Verstorbenen. Und das ist natürlich dann immer auch so dieses Spagat, was man irgendwie als Trauerredner oder Trauerrednerin dann eben schaffen muss. Sie nimmt sich eben auch vor, dass ihre Trauerreden anders werden sollen und versucht eben auch immer, die Menschen dahinter wahrzunehmen und dann eben auch sichtbar zu machen. Und es war keine einfache Lektüre, das möchte ich auch ganz klar sagen. Es ist die Trauer bei mir zwar schon ein Stück her, aber definitiv in vielen Momenten noch sehr, sehr nah. Und ich habe sehr viel geweint mit diesem Buch, weil ich mich in vielen Dingen wiedererkannt habe, viele Dinge oder viel Gesagtes auch in mir etwas ausgelöst hatten und ich aber nie das Gefühl hatte, dass ich mich jetzt irgendwie schlecht fühlen muss oder traurig fühlen muss, sondern einfach, dass diese Emotion, das Weinen irgendwie ausgelöst wurde und raus durfte. Das fand ich wirklich gut. Es gab hier auch viele Denkanstöße zum Thema Trauer, Bewältigung, Verarbeitung und ja, auch so ein bisschen Sichtbarkeit in der Gesellschaft, denn es trifft uns irgendwann alle, sowohl, dass wir sterben, als dass wir eben auch geliebte Menschen verlieren. Und ich finde dieses Tabu, was da drum herum gelegt wird, das ist tatsächlich nicht nachvollziehbar, zumindest was unsere Gesellschaft angeht. Und gleichzeitig haben wir diesen großen Trauerkult, wo dann eben, wenn denn jemand stirbt, Wahnsinnsbeerdigungen aufgefahren werden und so weiter, wo ich mich frage, das passt in meinem Kopf irgendwie nicht so richtig zusammen und hat es auch noch nie. Ich schweife hier ab. Das Besondere, was ich bei Louisa Brown gespürt habe, ist, dass sie ganz klar bei ganz vielen Begegnungen sagt, dass direkt nach dem Verlust sich an andere Dinge erinnert wird, als was den Menschen, der gestorben ist, eben ausgemacht hat. Und dass man oftmals eben nur so die Fakten herunterrasselt, beziehungsweise das ja scheinbar das Wichtige ist. Also wie viele Kinder, wie lange verheiratet, was gearbeitet, ehrenamtlich und so weiter. Aber dass das nicht das ist, woran sich Hinterbliebene dann später erinnern werden. Und genauso ist es. Da musste ich ihr so häufig zustimmen, dass man sich wahrscheinlich am Ende auf seinem Totenbett nicht fragt, oh, wie war das nochmal mit dieser Präsentation, die ich vor 25 Jahren gehalten habe? Wie viele haben zugehört? Da war auch noch ein Rechtschreibfehler drin. Nein, darüber denkt, ich hoffe, niemand irgendwie mehr nach, sondern es sind eben andere Dinge, auf die es ankommt. Es sind die Erinnerungen, bei denen man dann eben nach einer gewissen Zeit auch lächeln kann und schmunzeln kann und wo, wenn man dann irgendwie zum Beispiel einen leckeren Cocktail trinkt, den man immer mit der Person getrunken hat, eben auch einfach mal irgendwie so gedanklich anstößt. Oder wenn ich jetzt zum Beispiel auch an die Weihnachtszeit denke, das war die Lieblingszeit mit von meiner Mama, dass als alles so jetzt dekoriert war, dass ich dachte so, ich glaube, habe ich gut gemacht, oder? Und das sind eben so diese Momente, wo man eben schmunzelt und lächelt und einem das Herz irgendwie warm wird und nicht immer so dieses extreme Traurigsein durchkommt, sondern ja, man sich auch einfach an das Schöne erinnert und ja, manchmal dann eben auch lächeln kann. Sprachlich fand ich es sehr gut geschrieben von Louisa Brown. Ich glaube, man merkt, dass sie einfach Journalistin ist. Sie hat auch Emotionen gut eingefangen. Sie hat sie aber oft nicht so transportiert. Also es war manchmal schon diese gewisse Distanz, die mir, glaube ich, ganz gut getan hat, weil sonst wäre ich da, glaube ich, in so einem Loch versunken. Aber ich glaube, das hätte sie vielleicht noch eine Spur anders machen können. Ich fand es auch manchmal schwierig, dass sie sehr allwissend war, also so in Anführungszeichen. Sie hat halt oft, ja, so ihre Meinung gesagt und wie jetzt das irgendwie anders, besser, schöner wäre. Und das, dachte ich, passt irgendwie nicht mit ihrem Satz zusammen, dass eben jeder mit Trauer und Verlust anders umgeht. Denn es gibt da kein Rezept, das ist ganz klar. Also auch wenn ich mich in meinem nahen Familienkreis umschaue, wie mit dem Tod meiner Mama umgegangen ist, da waren gefühlt alle irgendwie anders. Und ja, mancher nimmt eben den anderen auch einfach so an, wie er ist. Andere können vielleicht mit irgendwas nicht umgehen. Und ich fand dieses Allwissende ein bisschen anstrengend, wenn ich ehrlich bin. Aber man spürt schon sehr deutlich, dass sie einfach dahinter steht, dass jeder so für sich sein darf. Und das gibt einen auch Kraft. Also, dass man eben nicht irgendwie sonderbar ist, nicht anders ist, nicht irgendwie jetzt vielleicht sich aufraffen muss, obwohl man eigentlich nur im Bett liegen möchte, sondern dass das eben auch einfach dazugehört. Und es ist kein Ratgeber, wie man mit Trauer umgeht, sondern tatsächlich, dass man nochmal hinter den Verstorbenen schaut und hinter die Verbliebenen und was
da im Grunde wirklich übrig bleibt. Und das fand ich richtig gut, das hat mir sehr gut gefallen. Es ist ein schweres Thema. Ich würde es jetzt wahrscheinlich auch niemandem empfehlen, der kurzfristig, ja oder wie auch immer, also ich glaube, es muss jeder wirklich für sich selbst entscheiden, wann er das liest, aber ich würde das niemandem schenken zur Trauerbewältigung im akuten Fall, sondern wirklich tatsächlich eher, wenn da eben eine gewisse Zeit vergangen ist und wenn man eben merkt, dass der Gegenüber auch bereit ist, ja, mal über eine Erinnerung zu schmunzeln. Und es dauert eben bei jedem auch eine andere Zeit. Also schon ein trauriges Thema, ein sehr schweres Thema. Ich bin jetzt ganz froh, dass ich das, glaube ich, gelesen habe und nehme da auch so ein bisschen was mit. Ich habe auch 2, 3 Markierungen gemacht, die mir ganz gut gefallen hat. Es geht hier zum Beispiel um die Einmaligkeit einer Person, dass wir diese entdecken und die sich eben weniger in großen Taten als eben in kleinen Details zeigt. Und das fand ich sehr schön und das ist tatsächlich auch so. Also man erinnert sich nicht an das Große, sondern ja manchmal eben, wie man einen Pina Colada im Urlaub getrunken hat. Vielen Verstorbenen bleiben ihr, hat sie geschrieben, mit dem in Erinnerung, was ich Lebenshumor nennen würde. Und damit meine ich nicht die Fähigkeit, am laufenden Band Witze zu reißen, sondern eine Einstellung, die ihnen die Kraft gibt, Würde und Stolz auch dann zu bewahren, wenn das Leben ihnen diese wegzunehmen droht. Da ist auch was dran. Ich glaube, das ist wirklich auch eine Stärke. Und hier hat sie dann eben auch vom Ende einer Lebensgeschichte erzählt, als die Eltern gestorben sind und dass das Ende der eigenen Vergangenheit und Zukunft, die endgültige Trennung von allem, was man liebt, dass das der absolute Verlust ist und dass man das manchmal eben auch lange gar nicht wahrhaben möchte. Und ja, so ist einiges Wahres hier drin, einiges Gutes. Es ist so eine bedingte Empfehlung, kann das, glaube ich, nicht für alle aussprechen und kann aber, glaube ich, schon helfen, um einfach mal so innezuhalten und sich Gedanken zu machen, wie man vielleicht auch selbst einfach mit dem Thema in Zukunft oder auch aktuell einfach umgehen möchte. Nebenbei ging es schon erheiternd weiter. Zusammen mit der lieben Becky habe ich das kleine Bücherdorf von Katharina Herzog gelesen. Der erste Band heißt Winter glitzern. Es ist auch der Auftakt einer Reihe. Der zweite Teil ist schon für Februar angekündigt und wird sich Frühlingsfunkeln nennen. Gesprochen wird es von Elena Wilms. Ich konnte die Stimme jetzt nicht zuordnen, aber ich fand sie tatsächlich ganz angenehm und sie hat auch besonders den schrulligeren Nebencharakteren doch eine gute Stimme gegeben. Wir sind auf das Buch aufmerksam geworden, weil es natürlich so irgendwie um ein Bücherdorf geht. Wir sind in Schottland und das hat Becky und mich angesprochen und wir wollten da jetzt auch einfach ein bisschen in das Weihnachtsgenre sozusagen einsteigen. Wir treffen auf Vicky, sie ist Kunsthändlerin, arbeitet mit ihrem Vater zusammen, der sie wie sie noch relativ jung war, hat sich von ihrer Mutter getrennt und war dann auch sehr abwesend in ihrem Leben. Sie findet einen ungewöhnlichen Brief von einem 10-jährigen Jungen, der aus Schottland kommt und der seiner Mama der verstorbenen Mama einen Brief geschrieben hat. Doch der Brief ist noch nicht mal das Rührendste, sondern es gibt eben auch ein Foto, was der Junge mitschickt, zu seiner Mama sozusagen. Darauf ist eine scheinbar sehr wertvolle Ausgabe von Alice im Wunderland zu sehen. Und so möchte Vicky, da das auch zu ihren Highlight-Büchern gehört und sie hier zusammen mit ihrem Vater eben eine große Summe an Verkaufspreis erwartet, möchte sie da hinreisen und das Buch kaufen. Sie reist nun also auch in Absprache mit ihrem Vater, der ja auch ihr Chef ist, nach Swindon in Schottland, um eben das Buch zu finden und dann auch zu kaufen. Doch dort angekommen, findet sie ein ganz außergewöhnliches Städtchen, Dörflein wieder, das voller Buchläden ist, voller Lesebegeisterung und es eben auch ganz viele Anspielungen gibt auf Bücher, auf Charaktere und das beflügelt sie so ein bisschen und bringt sie auch zum Nachdenken. Sie trifft dann auch auf den Vater des Jungen, auf Graham, der ist besagter Witwer und eben auch Buchhändler und da tun sich dann so ein paar Dinge auf, ein paar Gegebenheiten und auch in ihrer eigenen Vergangenheit sind wir dann so ein bisschen unterwegs, von der sie uns dann eben auch erzählt. Denn Graham, der dieses Buch irgendwie wo besitzt, ist eben nicht nur Witwer, sondern ja auch noch eben gut aussehend und auch noch Buchhändler. Ich finde, das ist ja sowieso schon der Pluspunkt schlechthin. Die Idee hat mir sehr, sehr gut gefallen, hat mich sehr angesprochen. Ich hatte mir ein bisschen mehr Weihnachten erwartet. Das ist doch eher eine winterliche Geschichte, was aber auch absolut in Ordnung ist. Ich suchte ja so ein bisschen nach
Gilmore Girls, ein bisschen nach Redwood und ja, so ein bisschen ähnlicher Gemütlichkeit und das findet man auch schon hier. Es ist eben schon ein bisschen winterlicher. Ich bin sehr gespannt, wo es jetzt im Frühlingsband dann irgendwie hingeht. Ich glaube, da haben wir andere Charaktere. Ich kann aber schon sagen, dass ich wahrscheinlich die Reihe nicht weiter verfolgen werde. Die Geschichte ist schon sehr langsam erzählt. Wir lernen die Charaktere sehr gut kennen. Es gibt dann auch so ein bisschen seine Höhepunkte innerhalb der Geschichte und Wendungen, die einen auch so zum Dranbleiben veranlassen. Ich fand das Dorf und auch die Nebencharaktere richtig gut gemacht. Die waren sehr gut gezeichnet. Man konnte sich das Dorf sehr gut vorstellen und auch ja, die etwas schrulligen Einwohner. Ich fand allerdings, dass die Dialoge und Gedanken auch ganz gut rübergebracht wurden. Nicht immer nachvollziehbar, aber schon so, dass ich sage, okay, ich verstehe irgendwo, in welche Richtung das geht. Was oftmals geholfen hätte, wäre Kommunikation. Aber das ist ja in Liebesgeschichten oft ein Problem, was ich so sehe, wo ich denke, ach, rede doch bitte einfach miteinander. Aber das scheint wohl tatsächlich immer leichter gesagt als getan zu sein. Man kommt sehr gut durch die Geschichte. Es ist sehr leicht, sehr locker, sehr flüssig. Und ich finde auch, dass Elena Wilms das wirklich gut vorgelesen hat. Die Hauptcharaktere fand ich auch gut gemacht. Es wirkte manchmal ein bisschen theatralisch, fand ich ein bisschen anstrengend. Ich fand auch den Konflikt zwischen Vicky und ihrem Vater schon recht schwierig und dachte mir auch, macht man das wirklich so viele Jahre als Tochter irgendwie mit? Also ja, aber da sind wir wieder beim Thema Kommunikation. Ich glaube, dass da klare Worte auch irgendwie geholfen hätte. Zudem gab es einen Punkt bei Vicky, der mich sehr gestört hat, der zwar wahrscheinlich total nebensächlich ist und nicht vielen so irgendwie auffällt, aber Vicky sagt von sich selbst, sie ist Vegetarierin und sie isst kein Fleisch. Und das ist ja ein absolutes Thema von mir, was ich ja auch schon viele Jahre in verschiedenen Abstufungen irgendwie lebe. Und also ja, mittlerweile komplett vegetarisch, zu Hause auch vegan. Unterwegs mache ich durchaus auch mal noch so eine Ausnahme, was zumindest das Vegane angeht. Aber hier hatten wir wirklich Vicky, die, um anderen zu gefallen und anderen nicht vor den Kopf zu stoßen, ständig Fleisch gegessen hat. Und ich habe mich so gefragt, warum? Also zum einen war es total unwichtig, dass Vicky Vegetarierin ist. Es hat überhaupt nichts zur Handlung beigetragen. Es hat ihren Charakter nicht bestimmt. Es war auch nicht das Thema der Geschichte. Und trotzdem haben wir so 3-4 Szenen, wo sie eben irgendwie zu Fleisch genötigt wird. Und ja, dann immer in ihren Gedanken, wir hören, ja, eigentlich esse ich ja kein Fleisch, aber der hat jetzt einen Braten gekocht, ich will ihn nicht enttäuschen. Oder, oh, er hat mir jetzt irgendwie diese Wurstsemmel mitgebracht, ich weiß nicht mehr, was war, ich kann ihn ja jetzt nicht vor den Kopf stoßen. Und am Ende ist das dann auch so, die Antwort von einem anderen Charakter, der sagt, naja, wenn du doch da schon lügst, was kommt da noch? Und ich habe mich so gefragt, warum? Also sie ist dann sogar Haggis, also das schottische Gericht, was ja, ist das Schafsmagen, wo ich mir denke, sie kann mir nicht erzählen, dass das nur geschmeckt hat wie Kartoffeln. Und ich fand das irgendwie nicht durchdacht und ich fand das total schwierig. Wir sind auch nicht mehr in den 80er Jahren oder noch in den 90ern, wo man sich rechtfertigen muss, dass man kein Fleisch isst. Und also heutzutage zu sagen, hey, danke, dass du den Braten gemacht hast, ich würde nur Klöße und Soße nehmen. Also ich glaube, das ist doch nirgendwo, also ja, es wird schon, manche werden es noch sehr merkwürdig finden, aber das ist doch nichts mehr Außergewöhnliches. Also es gibt mittlerweile so viele Vegetarier, gefühlt kennt jeder irgendjemanden, der das ist. Und auch selbst ältere Generationen wissen mittlerweile, was Vegetarier sind. Also ich fand das ganz merkwürdig. Und ja, das ist so ein kleiner Punkt, an dem ich mich jetzt vielleicht so persönlich so dranhänge. Aber es hat, also nichts irgendwie mit der Geschichte besser getan oder näher gebracht. Und ich fand aber, das hat Vicky total merkwürdig gezeichnet. Denn also vor allem, weil es ja dieser ethische Grund ist, also wo man dann eben sagen kann, man kann ja immer eine Ausnahme machen. Es ist nichts Gesundheitliches, es ist, ich habe keine Allergien, sondern es ist einfach dieser ethische Grund für das Tierleid oder gegen das Tierleid, dass man sich für das Vegetariersein entscheidet. Und also verstehe ich irgendwie nicht. Und das fand ich echt merkwürdig. Also es hat mir irgendwie, also ich habe es dann auch Becky in der Sprachnachricht gesagt, dass ich das überhaupt nicht verstehe, wo das hinführt, warum und ob warum das wichtig ist, vor allem wenn es dann eben doch nicht so wichtig ist. Verstehe ich nicht. Aber ja, es ist nur so ein kleiner Punkt, aber es gab mehrere so kleinere Dinge, die einfach nicht so ganz rund waren. Auch war halt oft mal so in Verbindung, wenn Vicky dann eben auch mit dem Jungen, der seine Mama verloren hat, so umgeht. Das war manchmal so totale Herzerwärmen und dann war sie aber wieder so kalt wie ein Stein, wo ich denke, wo kommt denn, also entweder bist du das eine oder das andere oder du bist irgendwie in der Findung, aber das kam nicht so richtig rüber.
Die Liebesgeschichte war schon sehr zart, sie war sehr langsam, das mag ich auch sehr gerne so. Das Ende ging mir persönlich viel, viel, viel zu schnell. Also innerhalb von einer halben Stunde war dann das Ende irgendwie da und ich dachte so, was jetzt, wo kam das jetzt her? Das fand ich ein bisschen schade, ich hätte mir am Ende ein bisschen mehr gewünscht, dafür vielleicht im Mittelteil das ein oder andere ein bisschen gekürzt. Ich fand das Örtchen ganz niedlich, ich mochte die Nebencharaktere. Für mich war es jetzt aber auch eher so eine okay Durchschnittsgeschichte, die ich ja wahrscheinlich in der Reihe nicht weiter verfolgen werde. Dazu gibt es einfach zu viele Highlight-Bücher, Highlight-Reihen, die ich irgendwie angefangen habe, verfolgt habe. Dann kommt mein Oberhighlight. Komm, Weasley, komm hoch. Ja, super. Und ja, na komm. Ach ja, schwer. Na, das ist ja ganz anstrengend, auf die Couch zu kommen. Ja, passen wir da zu zweit gerade so hin. Und ja, dementsprechend, es gibt einfach Reihen, die ich lieber verfolgen möchte. Und ja, da wird die dann wahrscheinlich nicht irgendwie weiter verfolgt werden von mir. Das war sehr oft verfolgt. Bei der nächsten Geschichte ist es so ein bisschen ähnlich. Das ist Liebessoufflé zu Weihnachten von Mareile Raphael. Habe ich bei BookBeat entdeckt, bin zufällig drüber gestolpert und dachte, ja, so ein bisschen was über 4 Stunden. Das passt auf jeden Fall in deine Abozeit gerade rein. Und das ist der Auftakt der Snowflakes Romance Reihe. Und das Buch wird gesprochen von Johanna Bernhardt. Das hat mir auch sehr gut gefallen. Auch sie hat eine gute Vertonung gemacht und da gibt es definitiv nichts zu meckern. Und es waren eben auch so 4 Stunden, wo ich so, ich glaube Freitagabend, Samstag früh dachte, ja, am Wochenende kriegst du das gut nebenbei noch zu hören. Wir treffen auf Skylar, sie ist eine junge Frau, die zusammen mit ihrer Freundin Doreen eine Konditorei-Bäckerei in einem kleinen Dörfchen hat. Das Dörfchen ist eben Snowflakes, hat glaube ich irgendwas so um die 10.000 Einwohner, wenn ich mich nicht täusche. Und ja, als eines Tages nebenan Mr. Bates einzieht und ja, die Anspielung auf Psycho wird dann auch ab und an mal getätigt und zieht eben ein und sie kennt ihn eben noch von ihrer Ausbildung zur Konditorin und kommt dann mit ihm ins Gespräch, er scheint sie auch nicht zu erkennen und sie merkt auch, dass der doch recht anders ist als noch früher und als sie sich irgendwie an ihn erinnert, wie irgendwie so die Erinnerung an ihn war und ja, das löst sich dann auch relativ schnell so ein bisschen auf. Und dann passiert auch noch ein Unfall und dann nimmt ihr Leben und die Wendungen darin doch einen sehr positiven Verlauf. Es ist natürlich eine sehr kurze Geschichte mit 4 Stunden, ich glaube 150 Seiten. Dementsprechend möchte ich hier gar nicht so viel vorwegnehmen, weil ich glaube tatsächlich, dass das Buch, es gibt glaube ich 4 oder 5 Teile, dass das schon eher so ein Zweiteiler vielleicht ursprünglich wäre oder vielleicht sogar irgendwie runtergebrochen dann ein Buch wäre, wobei 4 Stunden mal 3, ja, das könnte schon hinkommen, aber vielleicht irgendwie eine Trilogie wäre oder ein Zweiteiler, aber man so jetzt eben in diese Geschichte hineingefunden hat. Ich fand die Idee ganz niedlich, deswegen habe ich mir das Hörbuch auch ausgesucht. Es war auch mal so ein bisschen eine andere Art von Missverständnis, als sich das dann eben auflöst, dachte ich, ja, das ist mal irgendwie cool, es ist mal ein bisschen anders, gerade so mit diesem Nachbarspielchen. Ich fand auch gut, dass diese Auflösung relativ schnell kam, weil mein Gedanke war, als ich dann so vermuten konnte, in welche Richtung es geht, dachte ich, oh, das ziehen wir doch jetzt hoffentlich nicht bis zum Ende hin. Nein, das war zum Glück nicht so, das fand ich wirklich gut. Die Charaktere haben auch gut miteinander kommuniziert. Es wirkte auch dadurch sehr erwachsen, sehr authentisch. Der Schreibstil war sehr locker, sehr leicht, hat wirklich auch Spaß gemacht. Die winterliche Stimmung kam auf jeden Fall auch gut rüber. Ich fand auch, dass das Dörflein, das Städtchen sehr gut beschrieben wurde. Man da auch wirklich so ein bisschen das Gefühl hatte, man ist hier so mit dabei. Also das hat mir auf jeden Fall auch gut gefallen. Die Nebencharaktere waren ein bisschen blass. Aber ich denke mal, die werden in den nächsten Teilen jetzt noch ein bisschen ausgebaut. Zu dem Stil, auch wenn man schnell so durchkommt, ich fand ihn manchmal ein bisschen trocken und ich fand ihn manchmal so ein bisschen distanziert und auch so ein bisschen aufgesetzt. Also es gab wirklich Dialoge, die sich wirklich wie Dialoge anfühlten und eben nicht wie wenn zwei Menschen miteinander sprechen und Emotionen dabei haben. Das fand ich wirklich ein bisschen schade, weil es wirkte so ein bisschen hölzern und dadurch wollte auch der Funke nicht so richtig bei mir überspringen, was ich tatsächlich ein bisschen schade finde. Es hat so gefühlt irgendwie seinen Zweck der guten Unterhaltung am Wochenende erfüllt, auch gerade so neben der Weihnachtsdeko aufbauen und Plätzchen backen und solchen Dingen. Aber auch hier glaube ich eben einfach, dass ich die Reihe nicht weiter verfolgen werde. Dazu hat eben auch einfach der Funke gefehlt und ich weiß jetzt auch gar nicht, ich habe noch nicht nachgeguckt, wie irgendwie der zweite Band weitergehen könnte, aber es, ja, es war jetzt ganz okay und ich freue mich auch, dass ich es gehört habe, aber ich glaube, ja, weiter werde ich die Reihe nicht verfolgen.
Ja, das waren sie jetzt, die drei Bücher der Woche. Nebenbei habe ich auch ein bisschen die Flow gelesen, mit der bin ich aber aktuell noch nicht durch. Aber das ist ja auch was, was immer so ein bisschen Zeit frisst oder auch mal so Podcast hören und Ähnlichem. Und dann gab es den Dienstagabend. Ja, ganz ohne irgendwelche Gedanken habe ich bei Robert Mark Lehmann vorbeigeschaut, sein Kanal unten in der Infobox. Und er hat die vierte Folge von Seven vs. Wild kommentiert, also reacted, wie man so schön sagt. Und das schaue ich super gerne. Also ich gucke mir natürlich die Folgen selbst an bei Fritz Meinecke und bin dann aber auch ganz gespannt, wie Robert Mark Lehmann diese dann, da kam die Katze, dann eben auch kommentiert. Und ich kam ein bisschen später, da war er gefühlt auch schon fast durch. Und dann dachte ich, naja, den Rest guckst du dann einfach morgen irgendwie nach. Und dann war es aber ganz spannend, weil die vierte Folge mit etwas endet, was wirklich ja schon sehr bewegend irgendwie war. Ich möchte jetzt niemanden spoilern. Es ging da dann unter anderem auch irgendwie um Haie. Und dann ruft eben Robert Mark Lehmann auch noch einen Teilnehmer an, der eben das auch mit den Haien entdeckt hat. Und dann gibt es ein Telefongespräch, ich glaube von einer Viertelstunde. Jetzt hat sie dich geärgert, ne? Die Memes. Ach, das ist unglaublich. Von einer Viertelstunde. Und innerhalb der Viertelstunde schreibt jemand im Chat, es war irgendwie so 20 nach 10 abends, es waren knapp 35.000 Live-Zuschauer und schreibt so, hey, wir müssen hier was für die Haie tun. Wenn jeder, der hier ist, jetzt 2 Euro spendet, haben wir 70.000 und damit kann Robert Mark Lehmann bestimmt was machen. Und dann brach eine Welle der Spenden ein, ohne dass Robert Mark Lehmann irgendwas dazu gesagt hat, es am Anfang gar nicht mitbekommen hat. Und es flutete den Chat durch innerhalb dieser Mitgliedschaftschat. Also man kann in dem Livestream immer nur mitschreiben oder kommentieren, wenn man eben Mitglied ist. Man sah, wie viele Leute eine Mitgliedschaft abgeschlossen haben, wie viele dann gespendet haben und es ratterte nur so runter. Und irgendwann, als er ziemlich fertig mit dem Gespräch war, also mitten im Telefonieren, spricht er das dann auch an und dann ruft er seinen Chat-Moderator an, sagt, was ist denn hier los? Die tauschen sich aus und dann haben die so ein bisschen verstanden, oh, die wollen hier auf 70.000 Euro hochgehen. Ohne, dass das geplant war, ohne, dass das ein Aufruf war, nichts dergleichen, sondern einfach so aus dem Nichts heraus haben sich Leute zusammengeschlossen und gesagt, so, wir müssen hier etwas für die Haie machen. Ich kriege direkt wieder Gänsehaut, wenn ich darüber berichte. Das war das Größte, was ich gefühlt wirklich auf YouTube erlebt habe, was ich in einem Livestream erlebt habe, es war wirklich mega. Also es sind, ich glaube, weit über 100.000 Euro zusammengekommen. Wir waren dann irgendwann kurz vor 0 Uhr bei 70.000. Dann war natürlich klar, so, jetzt müssen wir nochmal auf die 100.000. Und das wurde wohl dann auch erreicht. Plus, man müsste ja auch die Mitgliedschaften und so rechnen. Und Wahnsinn, was da los war. Man hat einen sprachlosen Robert Mark Lehmann erlebt. Der Chat war Wahnsinn. Er hat auch immer wieder darauf hingewiesen, das fand ich wirklich gut und wichtig, dass man sich eben jetzt nicht irgendwie von dieser Euphorie anstecken lässt, sondern wirklich nur spendet, was man kann und wenn man kann. Und ich war wirklich wie geflasht davor gesessen. Ich habe dann irgendwann sozusagen mein Tablet gepackt, bin ins Bett gegangen, habe dann das hier noch so im Bett verfolgt, dachte irgendwann, du musst jetzt eigentlich schlafen. Steffi, du musst schlafen, du musst morgen früh aufstehen. Es war spannender als gefühlt jeder Thriller und Krimi. Es war einfach bombastisch, was für eine Stimmung herrschte, für eine Begeisterung, für eine Leidenschaft. Als dann eben Robert Mark Lehmann das auch so realisiert hat, was da passiert, als er dann auch wirklich so erzählte, was man denn alles mit 70.000 Euro bei einem Verein, der sich Umwelt-Tierschutz verschrieben hat, tun kann. Und ich bin so, so, so gespannt, was da danach rumkommt, was wir da erleben werden, was es zum Haischutz beitragen wird. Denn dass das Geld gut angelegt ist, davon bin ich absolut überzeugt. Also ich verlinke auch Mission Erde und seinen YouTube-Kanal unten in der Infobox. Und ich bin so gespannt, was hier noch kommt. Also ich bin so froh, dass es eben noch vielen anderen, in dem Fall alle 35.000 anderen Menschen irgendwie nahegegangen ist, was es hier mit den Haien ja gerade in Süd-, Mittelamerika auf sich hat, was die Welt hier eigentlich an Ökosystemen kaputt macht. Aber es ist halt ja immer der Mensch, das ist, kann man, ja, das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Und ja, also ich war wirklich, ich bin auch noch immer tief beeindruckt von Hashtag Haibock-Angriff und fand es wirklich mega, was da passiert ist. Und wenn ihr das nachschauen wollt, es gibt mittlerweile auch so die ein oder andere Reaction auf
seine Reaction, wenn man so möchte. Und ich glaube auch, dass auf seinem Kanal das jetzt demnächst dann irgendwie hochgeladen wird. Und da kann man sich das auch nochmal anschauen, wie dann wirklich die 2, 5, 10, 50 Euro runtergerattert sind. Es war wirklich beeindruckend. Und ich kann mich an eine Spendenaktion erinnern. Ich glaube nicht persönlich, aber was ich im Nachgang gelesen habe von Karl-Heinz Böhm, der mal bei Wetten, das saß, irgendwann in den 80ern und gesagt hat, ihr seid so und so viele Millionen Zuschauer, und das war ja bei Wetten, das durchaus in den 80ern noch der Fall, wenn jeder von euch eine Mark spendet, haben wir was, um eine Stiftung zu gründen. Und das hat ja auch geklappt. Also ich glaube, er hat auch wirklich diesen Betrag zusammenbekommen, und er hat sich ja sehr für Äthiopien eingesetzt, hat ja auch eine äthiopische Frau, also Karl-Heinz Böhm, das ist ja der Schauspieler, der unter anderem bekannt für seine Rolle als Kaiser Franz Josef in den Sissi-Filmen ist, also in den alten Sissi-Filmen, mittlerweile gibt es ja auch ein paar neue. Und manchmal klappt das. Also so eine Eigendynamik habe ich noch in keinem Chat, in keinem Livestream irgendwie wo gesehen. Und ich fand das einfach so toll. Also wie sich diese Menschenmasse einfach irgendwie einig war und gesagt hat, wir müssen jetzt helfen, egal ob mit einem Euro oder 10 Euro oder alles dazwischen. Und das ist so eine tolle Herangehensweise. Und ich glaube, das würde vielen Vereinen helfen, wenn all die, die der Arbeit folgen, also das sieht man ja bei ganz vielen Seiten, wenn immer jeder einfach nur einen Euro spendet und man hat irgendwie 100.000 Follower, was das für ein Impact wäre. Ne? Also das ist ja auf alles zu sehen. Also selbst natürlich auf meine eigenen Abonnenten. Wenn ich denke, wenn jeder von denen, die da sind, einen Euro gibt, dann ist das ja auch eine Summe, die man irgendwie weitergeben kann. Ne? Also das ist, ja, es hat mich sehr tief bewegt, sehr beeindruckt. Auch jetzt gefühlt noch eine Woche später bin ich wirklich sehr beeindruckt und geflasht, wie man so schön sagt. Und das möchte ich einfach mit euch teilen, weil das einfach so positiv war, und jeder, der es verpasst hat oder sich das mal angucken möchte, ich verlinke alles unten in der Infobox, schaut da gerne mal vorbei. Und so war der Dienstag natürlich auch lesetechnisch eher so dahin. Ich war ganz froh, dass ich das Hörbuch, den Anteil schon gehört hatte. Aber ja, so ist das. Das Leben kommt manchmal dazwischen, sei es dann eben auch einfach mit Dingen, die man sonst noch irgendwie zu tun hat, oder eben auch, wenn man sagt, jetzt, heute dekorieren wir mal weihnachtlich, und da ist man dann auch ein paar Stunden beschäftigt. Oder man spaßt eben auch einfach mal mit seinem Hund rum und hat da eben auch einfach Spaß. Ja, das war es jetzt soweit von mir. Morgen ist ja tatsächlich schon dann der zweite Advent, und ich hoffe, dass ihr da eine schöne, besinnliche, freudige Adventszeit genießt und habt. Ich bin natürlich sehr gespannt, mit welchem Buch ihr jetzt in den Dezember gestartet seid, ob ihr vielleicht auch Bücherlisten habt für die Vorweihnachtszeit. Könnt ihr mir die gerne mal in die Kommentare schreiben. Und ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, morgen einen schönen Advent und viel Spaß mit meinem morgigen Advents-Highlights-Video. Und dann bis zum nächsten Video. Tschüss, eure Steffi.